Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen. Heute sind wir in unserem Kugelparadies. Also ich sage euch, wir haben, glaube ich, wirklich gefühlt die schönsten Kugeln, wo man sich vorstellen kann. Ich habe jetzt einmal so ein bisschen drüber gerechnet und es sind annähernd 500 verschiedene Kugeln, die wir haben. Ist wirklich jede Farbe und ganz verschiedene Macharten, dann einmal so ganz opulente. Dies ist eins von den Highlights, möchte ich jetzt behaupten, aber ich glaube, das könnte ich jetzt nur 10-mal sagen. Das ist jetzt auch ganz schöne. Die gibt es dann nochmal in Gräser und da gibt es auch dann noch in Tropfenform. Für heuer der Christbaum, der ist, ja, den kann man so schön machen. Also wir haben ja schon so viele Kugeln verkauft, ich habe die ersten schon noch bestellt, weil uns die ersten schon wieder ausgegangen sind. Aber es ist wirklich, es gibt so tolle Kugeln dann auch so mit den Federn. Die finde ich jetzt auch ganz schön. Die passt jetzt aber auch wirklich da dazu. Also ich bin ja eine, die am Christbaum ganz verschiedene Kugeln drauf hat. Nicht verschiedene Farben. Also ich mag jetzt schon Gold und, also man kann jetzt das Gold und das Weiß zusammenhängen, das schaut ganz toll aus. Man kann da jetzt, gerade bei der Kugel, kann man jetzt Silber und Gold dazu. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Schaut euch die an. Ich möchte euch heute nämlich einmal ein Gehänge machen mit ein paar schönen Kugeln drin. Das ist jetzt auch eine ganz schöne. Oder dann in Rot. Rot ist natürlich also die typische Weihnachtsfarbe, die gibt es aber jetzt dann auch nochmal in der Tropfenform. Dann gibt es natürlich auch rosa. Ja, ich kann gar nicht sagen. Also letztes Jahr habe ich einen rosa Baum gehabt, der war wirklich auch ganz, ganz schön. Und da habe ich jetzt zum Beispiel eine grüne, eine ganz schöne. Wir haben uns ja da jetzt einen grünen Baum aufgebaut, der jetzt wirklich auch ganz schön ausschaut. Da haben wir jetzt auch ganz verschiedene Kugeln drauf. Einmal eine mit Silber, eine mit Gold. Das darf ruhig drauf sein auf so einem Baum. Ich finde, das macht einfach einen Baum interessant. Und oftmals ist es so, dass man sagt, ja genau, die habe ich von dem Geschenk gekriegt oder die habe ich mir da gekauft und die habe ich mir vor 5 Jahren gekauft und die habe ich mir heuer gekauft. Das ist einfach, beim Anhänger vom Christbaum ist das einfach schon eine schöne Sache. Und wo man sich wirklich erfreuen kann. Jetzt schaut es euch die an. Die sind so Mistelzweige. Also das ist doch wirklich mit Perlen dann noch drauf. Ganz, ganz was Edles. Ja, ich könnte euch da jetzt eine Stunde lang Kugeln zeigen, aber wir machen jetzt ein Bundle. Also wir nehmen das Gehänge. Die sind jetzt so Teile und die werden eigentlich bei uns ganz gern gekauft. Weil man die ganz schön einmal an der Vorhangstange hängen kann oder an der Wand direkt. Gell, wenn man jetzt zum Beispiel so eine schmale Wand hat, wo jetzt zwischen zwei Türen, da ist dann wirklich oft mal schön, wenn man da was dazwischen reinhängen kann. Oder einfach so frei in der Ecke. Da habe ich jetzt einmal so ein grünes und das ist jetzt so ein roséfarbenes. Und jetzt zeige ich euch nochmal was mit ein paar ganz edle Kugeln, weil wenn ich es dann für Kundschaft mache, die machen dann meistens dann nochmal ein paar edle Kugeln. Ich fange jetzt mit einem goldenen Draht an. Ich habe das natürlich jetzt bei mir ganz einfach, weil ich so Haken habe, die ich da bei mir am Gitter einhängen kann. Genau. Und dann nehme ich jetzt bloß einmal so ein Stück Draht, drehe das um, dann zu so einer Schlaufe ab und kann das da jetzt einfach bloß einhängen. So lang soll das Gehänge jetzt werden ungefähr. Zwicke dann den Draht ab und dann nehme ich gleich nochmal einen Draht. Den jetzt dann ein bisschen kürzer mache, dass ich einfach so verschiedene Längen habe. Und dann drehe ich das da auch oben nochmal richtig ab. Und dann gehe ich nochmal bis unten. Und dann habe ich mir da schon ein bisschen so Material zusammengesucht. Das ist jetzt auch ganz schönes. Das hat jetzt dann da so
Kristalle drauf. Einfach da so abdrehen. Und dann hängt der drauf, der Frucht dann. Und da gehe ich jetzt ganz gern so, dass ich das jetzt, also man kann das jetzt auch einfach gerade runterhängen lassen. Ich möchte aber, dass das ein bisschen so halb rund runterhängt. Dann hat das ein bisschen mehr Bewegung. Nehme ich da jetzt die. So, dann hängt die da schon mal so drinnen. Und die gleiche nehme ich jetzt dann nochmal kleiner. Und die hänge ich dann da oben dran. Dann ist das jetzt schon. Schön ist das jetzt, wenn man sagt, die sind jetzt in der zweiten Hälfte, da jetzt mal sagen. Also man soll die jetzt nicht so weit auseinanderhängen. Das macht jetzt zum Beispiel kein schönes Bild nicht. Wenn das jetzt da weiter herunter hängt und dann hängen wir lieber oben dann nochmal was dazu, dass das von den Proportionen, dass sich das dann ausgeht. Da habe ich jetzt dann auch verschiedene Bäume. Die kann man jetzt dann oben dazu hängen. Das kann man jetzt dann zum Beispiel auch so machen, dass man den Draht da so kriegt. Und dann schwebt das nochmal ein bisschen besser. Das ist also ein Lieblingsmaterial mittlerweile schon bei uns. Und da hat man eben so viele Drähte, die man dann einfach dann für das dann einfach benutzen kann. Es ist jetzt aber, ja, kein Freien habe ich jetzt momentan nicht mehr. Aber das macht nichts, wenn man jetzt auch dann da jetzt einen nimmt, da wo jetzt schon was dran ist. Weil das brauche ich jetzt einfach bloß da so zweimal dran wickeln. Der Baum hängt trotzdem runter. Und das ist jetzt dann nochmal mit dabei. Das ist also ein ganz dünnes Grün. Und das macht sie ja ganz schön. Weil das einfach bloß nur ein bisschen so einen Farbtupfer gibt. Und mehr braucht es eigentlich nicht. Man kann da jetzt auch ganz viele Reste verarbeiten. Wo man jetzt sagt, man hat jetzt da noch einen Stern oder eine Kugel, eine schöne. Und weil man braucht ja eigentlich nur zwei schöne Kugeln, die jetzt zusammenpassen. Schon ganz schöne. Einfach, aber jetzt auch bloß wieder was Zartes, wo man dann. Da hätte ich jetzt wirklich so das Creme ganz gern nochmal drin gehabt mit dem Stern. Also ich brauche jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen so ein dünnes Band, das ich jetzt da nochmal so drüber wickelt. Und einfach oben befestigt. Und da kann man jetzt natürlich das zweite, das dickere Band einfach bloß dazu machen. Ich mache jetzt da oben keine Schleife nicht oder irgend so ein opulentes Teil oder irgend so was. Mir gefällt es besser, wenn das oben einfach nur, dass das Band da einfach gerade so runterhängt. Also diese Gehänge sind bei uns wirkliche Highlights. Ich weiß jetzt nicht, was ihr sagt, aber unsere Kunden lieben das. Und man kann das natürlich jetzt wirklich in allen Variationen machen. Das ist jetzt eben so ein edles Teil. Und dann hätte ich mir noch vorgestellt, so eins in Grün. Also Grün finde ich jetzt eben auch ganz schön, weil es wirklich auch in viele Wohnungen reinpasst. Wenn man jetzt zum Beispiel die grüne Kugeln nimmt und dann ein bisschen ein größeres Grün. Ja, man kann natürlich das alles auch jetzt zum Beispiel mit so grünen Kugeln machen. Da tue ich jetzt dann eben so ein Grün dazu. Von dem dann nur ein bisschen was. Und wie jetzt dort, also diese Bäume dazu, das kann ich mir jetzt ganz gut vorstellen. Es gibt mit Sicherheit auch ein ganz schönes Gehänge. Also ich werde nächste Woche loslegen. Im Laden mache ich ganz viel Gehänge. Ich habe richtig Bock drauf. Ich freue mich schon. Also, ich hoffe, es freut euch auch.
Der eine oder andere möchte sich gern selber was machen oder er kommt einen Lohn und schaut, was wir haben. Ich mache euch gern was und ich berate euch aber auch gern, wenn ihr euch selber was machen möchtet. Also, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und lasst es euch gut gehen und kommt vorbei. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch, schöner Kommentar, wenn es euch gefallen hat und Anregungen. Ich bin für euch da. Also, pfiat euch!